Klar, Joe Biden ist der Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei den US-Wahlen im Herbst 2020. Und weiter? Zugegeben, wirklich viel wusste auch der Biograf vor diesem Video nicht über seine Person. Und war am Ende umso überraschter, was dieser Mann schon alles durchmachen musste. Denn der 77-Jährige hat eine wirklich bewegende Vergangenheit. Fangen wir ganz von vorne an. Es ist der 20. November 1942, als Joseph Robinette Biden Jr. in Scranton, Pennsylvania geboren wird. Zeitgleich steigen die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs zu einer globalen Supermacht auf. Doch der Aufschwung der Nachkriegszeit ging an Familie Biden vorbei. Joe Sr. fand keine feste Arbeit, die Familie musste sogar zu den Großeltern ziehen, weil sie sich die Miete für eine eigene Bleibe nicht leisten konnten. Mit seinen Sorgen versuchte der Vater gelegentlich auf seine Weise umzugehen, Erinnerungen, die bewirken, dass Joe Biden heute selbst keinen Schluck Alkohol trinkt. Wegen eines Jobangebots zog die mittlerweile fünfköpfige Familie in den Bundesstaat Delaware um, als Joe 10 Jahre alt war. Mit der neuen Arbeit sollte es endlich bergauf gehen, bis zu einem einschneidenden Erlebnis. Biden Senior würde sich bücken, um seine Familie zu ernähren, aber sich so erniedrigen zu lassen, das ging zu weit. Die Einstellung seines Vaters hat auch Joe Bidens Politik beeinflusst. Arbeit ist mehr als ein Gehaltscheck, es ist Würde, es ist Respekt, sagt der Präsidentschaftskandidat und kämpft für das Herz Amerikas. Die Mittelklasse. Auch wenn die Familie damals nie flüssig war, gefehlt habe es den Kindern an nichts, weil sein Dad anpackte. Mein Vater sagte mir immer, Champ, wenn du umgehauen wirst, steh einfach wieder auf. Eine Einstellung, die Joe wohl übernommen hat, wie sich später zeigen wird. Sich nicht unterkriegen zu lassen, diese Fähigkeit musste Joe auch in der Schule täglich unter Beweis stellen. Als Stotterer, so erzählt er heute, verhakten sich die Worte beim Vorlesen in seinem Kopf und das Unglück nahm seinen Lauf. Traumatische Erlebnisse vergisst man wohl sein Leben lang nicht und so ist es kein Wunder, dass Biden auch heute bei seinen Reden gehemmt wirkt. Anders als sein Konkurrent, der auf der Bühne nur so vor Selbstbewusstsein strotzt. Zurück in den 60er Jahren war Biden an der University of Delaware, was seine Noten anbelangte, eher unterer Durchschnitt. Stattdessen lebte er das typische Studentenleben inklusive Spring Break. Und wie sollte es auch anders sein? Hier verliebte er sich Hals über Kopf in eine New Yorker Studentin, Nelia. Um ihr näher zu sein, wechselte er zur Law School nach New York. Dort lebte auch ihre Familie. Nelia kam aus gutem Hause. Die junge Frau war, genau wie ihre Eltern, Republikanerin. Eine gute Gesprächsgrundlage, denn schon zu Studienzeiten war Biden politisch sehr interessiert. Der Bürgerrechtler Martin Luther King und der damals amtierende Präsident John F. Kennedy beeindruckten ihn sehr. Themen wie Toleranz und Gerechtigkeit, für die seine Vorbilder kämpften, liegen ihm bis heute sehr am Herzen. Sollte er die Wahl gewinnen, will er ein Gleichstellungsgesetz verabschieden. Und obwohl er sich dafür einsetzt, ein faires und gleichgestelltes Amerika zu erschaffen, stolpert er sogar immer noch über die tief verwurzelten Ungerechtigkeiten in den USA. Auf einer Rede in Iowa sprach er davon, dass arme Kinder genauso intelligent und talentiert seien wie weiße Kinder. Bis ihm sein Fehler bewusst wurde und er wieder zurückrudern musste. Aber zurück zur Geschichte. Nelia und Joe zogen damals zurück nach Delaware, wo seine Frau in den nächsten Jahren 3 Kinder zur Welt brachte. Nicht nur privat war Biden überglücklich, auch in der Lokalpolitik kam seine Karriere ins Rollen. Mit gerade mal 29 Jahren ließ er sich für den US-Senat zur Wahl aufstellen und gewann. Es waren glückliche Zeiten für die junge Familie. Joe, der engagierte Politiker, war ein Vollblutvater. Man könnte meinen,
Nilja hätte geahnt, dass dieses Glück nicht lange anhalten wird. Ein Anruf und meine ganze Welt war aus den Fugen geraten, sagt Biden. Die Söhne lagen schließlich schwer verletzt im Krankenhaus. Seine Frau und die einjährige Naomi kamen ums Leben. Der Schmerz war anfangs nicht auszuhalten. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich nachvollziehen, warum manche Menschen Suizid begehen. Doch sollte das nicht der Ausweg sein. Denn seine beiden Jungs überlebten und waren Bidens einziger Antrieb, nicht aufzugeben. Das Amt im Senat anzutreten war für den jungen Vater trotzdem undenkbar, aber Parteifreunde überredeten ihn schließlich. Vielleicht war genau das der Grund, wieso Joe Biden diesen schweren Schicksalsschlag überstand, indem er einfach weitermachte. Den Eid legte er übrigens am Krankenbett seiner Söhne ab. Von nun an funktionierte Biden nur noch. Tagsüber war er ein junger Senator, abends alleinerziehender Vater. Zwischen diesen Welten pendelte er wortwörtlich hin und her. Von seiner Heimat Wilmington nach Washington D.C. und zurück. Knapp 4 Stunden am Tag. Ich habe die Fahrten auf mich genommen, weil ich ihm abends eine gute Nacht und am nächsten Tag einen guten Morgenkuss geben wollte. Aber wenn ich heute zurückschaue, muss ich die Wahrheit sagen. Der eigentliche Grund, warum ich jeden Abend nach Hause kam, war, dass ich meine Kinder mehr brauchte als sie mich. Und er nahm noch mehr auf sich, denn anstatt bequem Auto zu fahren, entschied er sich bewusst für den Zug. Schon damals galt er als Pionier des Klimaschutzes. Trotz des harten Schicksalsschlags schaffte Joe Biden es, seinen Jungs ein guter Vater zu sein und gleichzeitig für seinen Bundesstaat einzustehen. Beruflich zahlte sich dieses Durchhaltevermögen aus. Er konnte sich einen guten Ruf erarbeiten, später sogar dem Justizausschuss vorsitzen. Rund 3 Jahre nach dem Unglück konnte er auch endlich mal wieder an sich denken. Bei einem Blind Date lernte er Jill kennen. Sie sollte seine zweite Frau werden. Weil er gut ankam im Volk, besonders auch wegen seiner emotionalen Vergangenheit, entschloss er sich 1988, sich zum Präsidentschaftskandidaten aufstellen zu lassen. Keine 6 Wochen später zog er die Kandidatur jedoch zurück, denn Plagiatsvorwürfe machten die Runde. Wie heißt es noch gleich? Senator, bleib bei deinem Leisten? Insgesamt vertrat er ganze 36 Jahre lang die Interessen für seinen Bundesstaat im Senat. Trotzdem versuchte er es 20 Jahre später mit der Präsidentensache noch einmal und stieg nach einer Vorwahlschlappe direkt wieder aus dem Rennen aus. Sein Konkurrent von damals machte ihn stattdessen wenig später zum Vizepräsidenten. Ein Amt, das Biden 2 Perioden lang innehielt und ihm viel Wertschätzung im Volk einbrachte. Insbesondere bei der schwarzen Bevölkerung des Landes. Doch gerade als alles aufzugehen schien, schlug das Schicksal erneut zu. 2015 starb sein ältester Sohn Beau mit 46 Jahren an den Folgen eines Hirntumors. Beau sei es gewesen, der stets an ihn geglaubt habe. Er wollte nicht, dass ich vor dem, wofür ich mein Leben lang gearbeitet hatte, weglaufe, sagte Biden in einem emotionalen Interview. Sein verstorbener Sohn inspirierte ihn also für eine erneute Aufstellung zur Präsidentschaftswahl, die nun am 3. November 2020 stattfinden wird. Joe Biden ist ein Kämpfer. Die Trauer um seine Lieben sei nie ganz verschwunden, aber er lernte damit zu leben. Mittlerweile zaubere ihm der Gedanke an Nilja, Naomi und Beau viel mehr ein Lächeln auf die Lippen als Tränen in die Augen. Sie sind seine größte Inspiration. Starke Worte von einem stark gezeichneten Menschen. Donald Trump hingegen wurde mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Aber ob Bidens Lebenserfahrung ausreicht, um sich durchzusetzen? Der Wahlkampf geht nun in die heiße Phase. Der Biograf ist neugierig, was ihr meint. Wer von beiden wird schlussendlich das Rennen machen? Ob so ein Politiker wie Donald Trump eigentlich auch in Deutschland passieren könnte?
Das haben unsere Funkkollegen und Kolleginnen von Represent, die Bundestagsabgeordneten, gefragt. Und hier gibt's eine weitere interessante Biografie. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.